Meine Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video und heute geht es um das Thema Indikatoren. Ich möchte heute über einen ganz bestimmten sprechen, beziehungsweise eher schon einen Benchmark als einen Indikator. Aber das Wort Indikator, das liebt ja gefühlt jeder da draußen. Es gibt Millionen verschiedene Indikatoren. Warum? Weil jeder seinen eigenen Indikator entwickelt. Jeder möchte versuchen, irgendwie diesen heiligen Gral-Indikator zu haben, zu nutzen. Es gibt auch immer Gründe, warum jetzt das Trading nicht funktioniert, weil der oder der Indikator nicht gefehlt hat, weil der gefehlt hat. Aber was ist das Hauptproblem hinter Indikatoren? Indikatoren basieren in der meisten Zeit auf zwei Dingen nur. Und zwar dem historischen Preis und der Zeit. Weil in der Vergangenheit der Preis sich so und so entwickelt hat, in der und der Zeit wird es in Zukunft auch wieder so sein. Ist schon fast wie das Thema der Markttechnik, dass wir hier uns auf Formationen verlassen. Und bei Indikatoren, bei den meisten normalen Indikatoren ist genau das der Fall. Und deswegen nutze ich persönlich keine Indikatoren, aber ich will natürlich auch nicht sagen, dass es nicht irgendwo einen da draußen gibt, der auch funktioniert. Aber lass uns eine Etage tiefer gehen und zwar zu den Informationen, die uns wirklich was bringen. Und das ist natürlich erstmal den Markt zu verstehen und auch zu verstehen, wer den Markt bewegt, wer den Markt lenkt und warum sie die Märkte lenken, wie sie lenken. Dazu habe ich in letzter Zeit ja viele YouTube-Videos hier auf meinem Kanal gemacht. Deswegen, wenn du gerade gesagt hast, da habe ich jetzt gerade so Bahnhof verstanden, dann schau dir auf jeden Fall die letzten Videos an. Und deswegen möchte ich hier ein Stückchen tiefer eintauchen und zwar Indikatoren auf Basis des Volumens. Und hier ist ein Indikator bzw. ein Benchmark. Ich mag das Wort des Indikators nicht. Ein Benchmark, jemand oder einer, der sehr gut funktioniert, wenn man ihn verstanden hat. Und hier spreche ich über den VWAP. Der VWAP ausgeschrieben bedeutet Volume Weighted Average Price, der volumengewichtete Durchschnittspreis. Das ist kein Indikator, der auf irgendwelchen Preisen oder auf bestimmten Zeiten aus der Vergangenheit basiert, sondern er zeigt dir den volumengewichteten Durchschnittspreis. Das bedeutet, das Volumen bewegt sich hier am Markt. Stell dir vor, der Markt befindet sich erstmal hier unten. Hier wird viel gehandelt, hier wird viel Volumen durch die Marktteilnehmer erzeugt und dann bewegt der Markt sich weiter nach oben. Dann ist der VWAP, die Linie, zeige ich dir gleich am Computer, befindet sich hier unten. Der VWAP bewegt sich oder der Markt bewegt sich weiter nach oben und geht hier wieder eine neue Range über. Hier wird aber nicht viel Volumen gehandelt. Der Markt bewegt sich einfach schnell ein bisschen hin und her und bricht dann wieder ein. Was passiert mit der Linie? Da hier unten viel Volumen gehandelt wurde, hier oben aber nicht wirklich viel, bewegt sich die Linie minimal weiter aufwärts. Aber stell dir vor, anderes Beispiel, hier wurde viel Volumen gehandelt, der VWAP ist hier unten, der Markt bewegt sich nach hier oben, hier wird auch viel Volumen gehandelt, sagen wir sogar genauso viel wie hier unten, was passiert mit der Linie, was passiert mit dem VWAP, der bewegt sich dann in der Mitte zwischen beiden Bereichen. So, und jetzt siehst du schon, es ist ein ganz anderer Sinn dahinter, ein ganz anderes Verständnis, weil es einfach den Durchschnittspreis zeigt. Und warum spreche ich gerade über den VWAP? Weil dieser VWAP sehr bedeutend für wen ist? Für die großen Marktteilnehmer, also die Märkte auch wirklich lenken. Das ist für sie auch ein wichtiger Durchschnittspreis, der in der Regel immer wieder angelaufen wird, beziehungsweise natürlich gibt es hier keine hundertprozentige Trefferquote, aber dass der Markt genau in diesem Bereich eine Reaktion zeigt. Und das kann man sehr profitabel handeln, wenn man verstanden hat, wie man es zu handeln hat. Ich möchte es dir jetzt aber nochmal auf dem Computer zeigen. Oder am Computer zeigen, wie das aussehen kann. Also lass uns mal rüber wechseln. Was du jetzt hier siehst, ist der S&P 500, der aktuelle Tag. Und jetzt siehst du hier diese gelbe Linie. Und das ist der volumengewichtete Durchschnittspreis. Du siehst, hier hat es eröffnet, hier hat die Linie gestartet und der Markt hat sich abwärts bewegt. Und das Volumen gleichermaßen. Dann ist der Markt steil gestiegen, die Linie hat sich aber nicht steil verändert, sondern erst hat sie sich verändert, als wir in diese Phase hier übergegangen sind. Noch stärker hat sie sich verändert, als wir in diese Phase übergegangen sind. Wenn man uns jetzt hier wieder das Volume Profile einbeziehen würde, wo wir auch schon mal darüber gesprochen haben, würden wir das hier einzeichnen können und das hier einzeichnen können. Und dann sehen wir auch, wie sich das Volumen hier verhalten hat. Beziehungsweise was wir machen können, ist, dass wir uns das Volumen mal aus dieser ganzen Bewegung anzeigen lassen. Dann gehen wir von hier aus nach hier. Und schauen wir mal, was passiert ist. Was wir sehen, hier unten ist sehr wenig Volumen gehandelt worden, ja, als der Markt steil gegangen ist, auch als der Markt wieder gedroppt ist. Also erst als er sich in diesem Bereich hier aufgehalten hat, ist viel Volumen entstanden. Und genau so hat sich dann auch diese Linie hier entwickelt, wie du siehst. So, dann ist die Linie schon fast seitwärts gelaufen. Hier unten wurde dann im Verhältnis nicht so viel gehandelt.
und hier oben aktuell auch nicht sonderlich viel. Du siehst, die Linie geht schon fast parallel. Jedoch mittlerweile entwickelt sie sich leicht nach oben. Was wir hier außerdem haben, ist eine Abweichung, die Standardabweichung. Da siehst du diese gestrichelten Linien, diese Standardabweichung. Und hier siehst du auch, dass der Markt an diesem Bereich, schau dir das an, ja, der Markt an diesem Bereich reagiert. Hier rauscht er durch, ja, weil du musst das Verständnis über den VWAP haben, wie er genau funktioniert, dass er nicht immer funktionieren kann. Ne, das ist klar und dass man es auch nicht immer tradet. Aber hier siehst du auch wieder die weitere Reaktion genau in diesem Bereich. Aber vielmehr ist es hier, dass hier natürlich der Bereich interessant war für den Markt. Und hier ist der Markt auch wieder durchgekommen, hat zwar im Nachhinein reagiert, aber der Grund ist in diesem Fall höchstwahrscheinlich nicht unbedingt der VWAP. Aber was du einfach siehst, ist allein dieser Bereich. Und wenn wir den Tag jetzt noch weiter verfolgen, würden wir höchstwahrscheinlich auch noch andere Bereiche sehen. Wir können auch mal einen Tag zurückgehen, ja, oder Tage zurückgehen. Mal gucken, wie der VWAP sich dort weiterentwickelt hat in der letzten Zeit. Das war gestern. Ja, der Markt stark abverkauft worden. Aber, das ist übrigens meine Trading-Software, die so Geräusche macht. Du siehst hier, der Markt hat sich oberhalb aufgehalten, wurde hier angehalten. Ja, der VWAP hat hier schon nach kurzer Zeit funktioniert. Aber viel krasser, als der Markt dann abverkauft wurde, hier kurz reagiert und dann Abfahrt. Okay, Tag vorher können wir auch nochmal reinschauen. Was hatten wir hier? Du siehst, dass hier der Bereich, guck mal, hier am VWAP immer und immer wieder die Reaktion. Hier rüber, runter, rüber, runter. Und dann ab dem Moment angetestet, drüber und sich wieder runtergearbeitet. Siehst du das? Hier zum Schluss nochmal angetestet, hoch. Und das könnten wir jetzt immer und immer wieder durchspielen. Ich möchte hier auch gar nicht groß in irgendwelche Trading-Strategien gehen. Wir haben noch ganz andere Möglichkeiten mit dem VWAP. Ja, wir haben noch ganz andere Möglichkeiten, die wir unter anderem für uns auch sehr profitabel tagtäglich nutzen. Aber hier in dem Video einfach nur für dich zum Verständnis. Der Volume Weighted Average Price ist für die großen Marktteilnehmer ein sehr wichtiger Benchmark, nach dem sie sich richten. Also mein anderer Indikator, über den man auch wirklich sprechen kann, der auch Sinn macht, weil es auch über eine lange Zeit sich immer wieder gezeigt hat, dass das ein sehr, sehr wichtiger Bereich ist, beziehungsweise ein sehr wichtiger Benchmark ist. Für dich zum Verständnis halt in diesem Video, wie funktioniert der, ne, und wie verändert er sich mit der Zeit. Okay, also, das war für mich einfach mal ganz wichtig, über den VWAP ein kurzes Video zu machen, dass du ihn weißt, was das ist, wie er funktioniert, warum er so wichtig ist, dass man ihn sehr gut traden kann. Auch für den VWAP, ganz kurz zum Abschluss, ist es trotzdem wichtig, einen klaren Kopf zu behalten. Die Trading-Strategie ist sehr einfach, kann man sehr gutes Geld mitverdienen, aber trotzdem erfordert es, wie bei allen anderen Strategien, bei allen anderen Ansätzen und Möglichkeiten, natürlich ein starkes Mindset, dass du dieses Ding auch akkurat nach den Regeln umsetzt. Okay, alles klar. Das war's dann auch schon zu dem Video des VWAPs. Ich hoffe, du konntest daraus etwas mitnehmen. Wenn du irgendwelche Fragen dazu hast, schreib es sehr gerne in die Kommentare. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ich freue mich drauf. Mach's gut und dann bis dann. Ciao.